herzlich willkommen im Frau Antjes Salon. Mein Name ist Antje Malisa Miralow und mein heutiger Gesprächsgast ist Gerd Antjes. Herzlich willkommen, Herr Antjes. Danke, danke, dass ich wieder nach München kommen durfte. Immer gern. Herr Antjes, wir haben ja das letzte Mal über das Thesenpapier der Arbeitsgruppe, der Autorengruppe um den Versorgungsforscher Manfred Schrappe gesprochen und ein paar Thesen herausgegriffen, die angezeigt haben, wo es im Argen liegt, was man jetzt machen müsste. Nun sind die Autoren um Professor Schrappe nicht die einzigen in Deutschland, die ähnliche Forderungen stellen. Bis dato ist das an den Verantwortlichen offenkundig abgeperrt. Wie müsste man vorgehen, was müsste passieren, damit sie sich Gehör verschaffen? Na, einmal ist die Konstellation halt schwieriger geworden, weil Heizungen und die Ukraine einfach die beherrschenden Themen sind. Und das ist nicht so locker zu durchbrechen, indem wir nur alte Fehleranalysen wiederholen. Ja, und die Schuldfrage ist auch ganz klar. Zum Beispiel, die FDP hat ja sogar einen Fraktionsbeschluss dafür, dass es eine Enquetekommission zur Aufarbeitung geben soll. Daran erinnern wir natürlich immer wieder. Wir versuchen auch nochmal die Basis zu verbreitern, dass einfach mehr in diese Forderung einsteigen. Auch auf politischer Ebene? Also haben Sie da schon Verbündete gewinnen können? Eigentlich zum Beispiel von der FDP, einzelne Abgeordnete auch von der SPD und von der CDU. Das schwachste Bild, muss man leider sagen, bieten die Grünen. Das schwächste Bild bilden die Grünen? Ja, insbesondere durch die Äußerung von ihrem Gesundheitsexperten Dahmen, dass das die Gefahr birgt, die Interpretationshoheit neu zu verteilen. Ich übersetze es jetzt mal kurz. Wenn man die Corona-Pandemie, das Maßnahmenregime aufarbeiten würde und auf die Fehler hinweisen würde und Schlüsse daraus ziehen würde, dann würde die politische Elite ihre Deutungshoheit verlieren. Ist das richtig wiedergegeben? Nein, sie würde sie nicht prinzipiell verlieren. Aber das ist die Angst von Herrn Dahmen? Ja, offensichtlich. Und das ist natürlich dann sozusagen das Ende der Geschichte. Und unsere Forderung ist ja ganz klar, dann gibt es das schöne Wort Blame Culture. Also wir wollen nicht sozusagen Vergeltung üben an den Leuten, die irgendwas falsch gemacht haben. Und das zu trennen vom Lernen, was unbedingt notwendig ist, ist natürlich schwierig. Aber das zu blockieren heißt, wir werden alle Fehler wiederholen beim nächsten Mal. Und eigentlich ist völliger Konsens, es gibt ein nächstes Mal. Und deswegen ist das Lernen unabdingbar, um das, was diesmal wirklich, und daran zweifelt ja auch keiner, auch wenn immer wieder behauptet wird, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Aber die Fehler sind ja offensichtlich. Das, was Herr Dahmen gesagt hat, spricht ja Bände und zeugt ja auch von einer sehr interessanten Einstellung, von einem interessanten Demokratieverständnis. Ja, das ist ein Desaster. Und gerade bei einer Partei der Grünen, die ja eigentlich das immer sozusagen als Aushängeschild vor sich hergetragen hat, ist das eigentlich eine Bankrotterklärung. Es gibt ja Erhebungen, ich glaube von der Robert-Bosch-Stiftung, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Gesundheitsversorgung, eine gute, stabile Gesundheitsversorgung in Deutschland dramatisch in den Keller gerauscht ist. Ich glaube, es ist ein Verlust von 30%. Vormals waren 30% unzufrieden oder haben nicht geglaubt, oder sind nicht davon ausgegangen, dass wir eine gute, dass wir gut versorgt sind. Jetzt sind es 60%, die das nicht mehr glauben. Das ist erheblich. Ja, und wie weit die Zahlen stimmen, wage ich nicht zu beurteilen, aber auch wenn es 50 oder 70 sind, also das sind ja nur noch Größenordnungen. Aber es ist auf jeden Fall ganz klar ein Vertrauensverlust zu beobachten und der Hauptfaktor dabei ist die extrem mangelhafte Krisenkommunikation. Krisenkommunikation und zunächst einmal doch auch das Eingeständnis, dass Fehler gemacht wurden. Jetzt, da bauen sich ja jetzt ganz interessante Fronten auf, weil wenn die Bevölkerung immer unzufriedener ist mit der Gesundheitsversorgung und es gibt ja Tendenzen, dass Menschen sich nicht mehr impfen lassen wollen, auch mit althergebrachten, gegen Tetanus beispielsweise oder ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, weil sie einfach aus dem, was passiert ist, verschreckt rausgegangen sind und das Vertrauen verloren haben. Das ist ja ein Desaster im Grunde genommen. Ja, wir reden ja immer wieder über Kollateralschäden und ich glaube, aber auch dafür fehlen die Zahlen, dass der grundsätzliche Impfgedanke und die Impfbereitschaft massiv teilweise beschädigt worden ist. Also ich habe selbst im Freundeskreis Leute, die eigentlich gar nichts mehr glauben
Und gerade durch diese wiederholten, nachträglich eindeutig falschen Behauptungen, also zum Beispiel von, wenn ein Gesundheitsminister von einer garantierten, nebenwirkungsfreien und unschädlichen Impfung spricht, ich meine, dann ist das eine Verletzung von Basiswissen, was die Medizinstudenten im 0. Semester lernen, aber eigentlich auch Abiturienten bekannt ist. Und sowas wiederholt dann in die Öffentlichkeit zu tragen, dafür fehlt mir, kann man so klar sagen, jegliches Verständnis. Und das beschädigt Strukturen, die eigentlich bei uns gut funktionieren. Das ist ja, das war ja ein Knackpunkt in besagtem Thesenpapier, über das wir beim letzten Mal gesprochen haben, dass das relativ gute Strukturen, das deutsche Gesundheitssystem war durchaus gut, war zwar immer teuer, aber es war in der Versorgungssituation war es gut aufgestellt, dass die Standards verwischt wurden und dass wir tatsächlich einen Rückschritt in ganz vielen Bereichen haben. Und wenn man jetzt noch diesen Vertrauensverlust, über den ich jetzt gerade schon sprach, den Sie ja auch, haben Sie ja gerade gesagt, auch im Bekanntenkreis verifiziert finden, wenn man das so ein bisschen aufwiegt, dann bedeutet das ja, dass sozusagen ein Spalt durch die Gesellschaft, noch ein neuer Spalt durch die Gesellschaft geht und das Vertrauen in die Führungsriege, in die Verantwortlichen in der Bevölkerung zurückgeht. Das ist die nächste große Krise. Ja, das ist die nächste große Krise. Und deswegen ist es nochmal wieder auch ein starkes Argument dafür, aufzuarbeiten, um genau der eigentlich existierenden Krise, auch wenn im Moment niemand mehr darüber redet, besser begegnen zu können. Und das ist völlig unverzichtbar. Und die Frage ist, wie man es trotzdem in Gang kriegt, weil im Moment auch, nein, wie soll man sagen, man ist eigentlich entnervt davon, das Thema nochmal wieder auf den Tisch zu kriegen. Und das macht es natürlich schwierig. Man redet sich so ein bisschen den Mund fusselig, oder? Einmal das und zweitens, ja, fertig. Also die Pandemie ist aus, also reden wir nicht mehr drüber. Da wächst jetzt langsam Gras drüber. Ja, genau. Und das ist natürlich toxisch. Bräuchte es vielleicht eine deutlich breitere Unterstützung von der Basis, das heißt wirklich tatsächlich aus der Bevölkerung? Meine Frage wäre jetzt nochmal, haben Sie denn eine Verstärkung erfahren? Gibt es mehr Zulauf aus der Ärzteschaft, aus den wissenschaftlichen Gremien, möglicherweise auch aus anderen Richtungen, die das unterstützen? Weil es braucht ja ein bisschen mehr Unterbau, um das letztlich, um sich Gehör zu verschaffen. Also für mich subjektiv spürbar nicht. Also es gibt nicht die aus der Ärzteschaft und so weiter und so fort. Es gab zum Beispiel vom Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung immer wieder auch die Statements, dass wir es brauchen. Oder von zum Beispiel vom Vorsitzenden der sogenannten DGAM, das ist die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Und das sind ja wieder dann die Mitglieder, die niedergelassenen Ärzte. Also alle fühlen sich an manchen Stellen nicht ernst genommen und würden das gerne in die Richtung beeinflussen. Aber das sind natürlich auch wieder Einzelaktivitäten. Und das große Ganze, was wirklich drängt, das ist gegenwärtig nicht zu beobachten. Kämpfen Sie so ein bisschen auf verlorenen Posten? Wenn ich das höre, klingt das ehrlich gesagt sehr ernüchternd. Ja, ist auch ernüchternd. Und trotzdem ist kein Grund zu schweigen. Es ist so schwierig, jetzt trotzdem sozusagen, ohne das gesamte System mitzunehmen, die richtigen Schlüsse rauszuziehen. Und das Schreibpapier, beziehungsweise das seiner Autorengruppe, Das Thesenpapier. Das Thesenpapier, das zeigt genau in die Richtung. Also in dem Thesenpapier würde ich jede Zeile unterschreiben. Ich würde auch laut sagen, dass das Pflichtlektüre sein sollte als Empfehlung. Und wenn ich es mal ganz sarkastisch formuliere, Zwangslektüre für die Politik und für die Bundestagsabgeordneten. Also das muss einfach mal gelesen werden, verdaut werden und dann idealerweise müsste dazu Stellung bezogen werden. Wäre es denn ein gangbarer Weg, um jetzt mal um es ein bisschen pragmatischer zu machen, dass man das in den Bundestag einbringt, dass eine der vertretenen Fraktionen das einbringt und Sie beispielsweise, oder eigentlich noch besser Herr Schrappe, sich Gehör verschafft im Bundestag vor den Parlamentariern? Ja, aber das ist eine idealtypische Konstruktion und Forderung. Den Prozess gibt es nicht. Was eigentlich gemacht werden müsste, und daran war ich öfter beteiligt, dass es eine kleine Anfrage gibt, aus der Opposition heraus, das waren früher typischerweise die Linken, aber die sind gegenwärtig auch irgendwie erstaunlich sehr leise. Leise. Und die suchen sich gerade neu. Ganz, ja, und haben immer Angst vor den 5%. Und ein anderer Mechanismus, und der ist leider
leicht nachzuvollziehen. Aus der CDU kommt sowas nicht. Und das klingt jetzt ganz böse, weil dort die Täter in der Opposition sitzen. Und das heißt, Sie haben eine Beißhemmung. Sie haben eine Beißhemmung, ja. Und eigentlich wäre das ein Gebiet, wo Sie jetzt auch richtig konstruktiv, positiv sich profilieren könnten. Naja, aber Herr Spahn, der vormalige Gesundheitsminister, sitzt ja quasi auch in der Opposition. Das wäre natürlich ja, er müsste seine Füße schnell zurückziehen, damit ihm das, was er da damals auch mit veranlasst hat, nicht drauffällt. Und das ist ein lebender Prozess. Und deswegen funktioniert es auch auf der parlamentarischen Ebene. Und das Parlament, wenn man das noch dazu fügt, hat auch mit Schuld. Da gab es ja teilweise Dinge, die wurden dann auf dem Verordnungsweg durchgesetzt. Und das Parlament hat dazu geschwiegen. Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass die Abgeordneten ihrer Verantwortung und ihren Pflichten nicht nachkommen und Planko unterzeichnen oder abstimmen, ohne in Sachkenntnis zu sein oder sich mal schlau zu machen? Oder nicht mal Planko unterzeichnen, sondern schweigend dulden. Das ist ja versucht worden, also diese Pressekonferenzen vom Vorsitzenden oder Präsidenten vom Robert-Koch-Institut und vom Gesundheitsminister, die haben ja praktisch Dinge verkündet und auch wie sie es machen werden, offensiv. Da hätte eigentlich das Parlament Verrat schreien müssen und haben gesagt, bleib mal auf dem Weg, der vorgezeichnet können ist. Mal bei einem, ja, können wir es mal an einem Punkt konkretisieren? Ich erinnere, dass Herr Wieler, das hat er nicht in der Pressekonferenz gemacht, sondern das war, glaube ich, eine Gesprächsrunde bei Phoenix, gesagt hat, wir werden eine Impfung bekommen, wir wissen nicht, wie die funktioniert, aber wir werden impfen, so ungefähr. Und ich meine, das war der Chef des RKI. Und wie es dann um die Impfpflicht ging, hätte doch im Grunde genommen bei jedem Parlamentarier die Alarmglocken schrillen müssen. Wenn ich das weiß und andere Menschen aus dem normalen Publikum, aus der Bevölkerung das wissen, dann dürften die es ja wohl erst recht wissen. Na, allein die Formulierung, wir werden impfen, ich meine, ist ein Maß an Arroganz. Ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat, aber das habe ich vielleicht auch fehlerhaft. Ich erinnere mich daran nicht, aber im Prinzip der Geist, der dort vermittelt wurde, der war so. Und das ging ja dann quer durch alle Institutionen. Ich erinnere mich noch, wie die Vorsitzende vom Deutschen Ethikrat vollmundig öffentlich verkündete, dass sie ihre Kinder impfen lässt. Ja, und das war eine extrem umstrittene Frage. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den zeitlichen Zusammenhang, was die STIKO dazu sagte, zu der Kinderimpfung. Wo die STIKO zum damaligen Zeitpunkt stand, in ihrer Entscheidungsfindung. Zu dem Zeitpunkt dort stand, das müsste ja leicht nachvollziehen. Aber dann wurden in der Öffentlichkeit Dinge gesagt von Funktionsträgern, die darf man aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit dann nicht so sagen. Weil sie können privat nicht so trennen. Und dann weiß ich auch von Hintergründen, wo dann noch schärfer formuliert wurde. Und ich war immer ganz klar und viele der Kollegen, auch aus der Autorengruppe und auch aus den anderen Arbeitskreisen, wo ich drin bin, da waren alle geschlossen gegen die Impfpflicht, weil sie nur alle Gräben vertieft, nicht funktioniert. Und von der Sache, also zum Beispiel der amerikanische Experte Fauci, der hat ganz früh gesagt, das ist so neu mit diesen mRNA-Impfstoffen, wir werden 10 Jahre brauchen, bis wir es richtig beherrschen. Ja, aber Herr Fauci hat aber schon in den USA auch die Werbetrommel für die Impfung gerührt. Und zwar ja. Laut vernehmbar. Also deswegen ist Herr Fauci jetzt vielleicht nicht der Richtige, den jetzt in dem Kontext anzuführen. Doch, das Argument ist andersrum. Aber Herr Fauci ist jetzt nicht unbedingt derjenige, den man anführen sollte, um für eine offene Debatte zu plädieren, weil das hat er nämlich in den USA nicht getan. Doch, das Argument von ihm ist ein ganz starkes Argument. Wir brauchen 10 Jahre und alles, was jetzt passiert, ist so weit entfernt von dieser Latte, dass das allein ein Grund ist für die Nachbereitung. Also ich gehe jetzt nur um seine Expertise, was die Sache angeht, nicht um die politische Umsetzung. Und das genau ist das Argument, weswegen das jetzt passieren muss. Und der Oberexperte, also Weltexperte, hat selbst gesagt, so schnell wie wir es gemacht haben, geht es gar nicht. Das ist nur als Wer ist denn der Oberexperte? Der Fauci. Fachlich. Okay. Mhm. Fachlich. Okay, fachlich. Und wenn selbst der sagt, es ist alles viel zu schnell und dann wurde alles das zugelassen, dann stimmt das von vorne bis hinten nicht. Das heißt, um es mal ganz nüchtern, es hätte allen Beteiligten klar sein müssen, dass es überhaupt keine Handhabe oder keine Basis für eine auch nur für die Diskussion einer Impfpflicht gab. Ja, dann ist es genau die gleiche Diskussion,
wie wenn unser Gesundheitsminister sagt, die STIKO sollte sich jetzt mal endlich dazu entscheiden, das und das zu entscheiden. Ja? Sagt der Politiker, sagt, die STIKO muss beschleunigen und liefert das Ergebnis gleich mit. Die STIKO ist ja im Grunde genommen, die haben sie vor sich hergetrieben. Ja. Verschiedene, ich erinnere mich, glaube ich, sogar an. Das war eins der großen Versagen, dass auch die STIKO, also aus meiner Sicht hätte die STIKO den Rücktritt androhen sollen, öffentlich. Sie sind umgefallen, ne? Letztlich. Nein, würde ich auch nicht so sagen, aber es war einfach ein Chaos in alle Richtungen und sozusagen unter Regelverletzungen in alle Richtungen. Und da hätte anders agiert werden müssen. Hätten Sie denn ein Beispiel parat, Länder, in denen das funktioniert hat mit der Aufarbeitung, wo auch Fehler gemacht wurden, aber wo man ganz anders damit umgeht, vielleicht auch ein ganz anderes Krisenmanagement kultiviert wurde? Ja, eindeutig. Und zwar Skandinavien. Und da als Vorbild immer wieder Dänemark, aber auch Schweden zum Beispiel. Und das ist, also zum Beispiel die, bei uns dieser Versuch, oder der Ansatz auch, wie er gemacht wurde, mit Angst zu arbeiten, das gab es da oben nicht. Dann gab es eine bessere Datenaufbereitung. Aber das Zentrale ist das Vertrauen in beide Richtungen, von der Regierung in die Bevölkerung und von der Bevölkerung in die Regierung. Und das ist fundamental anders da oben gewesen im Vergleich zu uns. Ist es ein deutsches Phänomen, eine deutsche Besonderheit, mit Angst zu arbeiten? Es gibt ja den Begriff der German Angst. In Deutschland ist es sicherlich sehr ausgeprägt. Also wir waren ja immer noch in den alten Regeln, da hatten alle umgebenden Länder sie abgeschafft. Alle. Und ansonsten sind wahrscheinlich irgendwo Spanien und Frankreich dazwischen. Also Skandinavien war eine Liga für sich, Holland auch. Aber grundsätzlich ist, also wo wir alles hinterhergeklappert haben und dann noch im April stolz darauf waren, irgendwas aufzugeben, wo man nur in die Nachbarländer schauen musste, um zu sehen, dass es völlig überflüssig ist und auch keinen Nutzen mehr hat. Das war schon German Angst. Ich wünsche Ihnen viel Glück, dass Sie sozusagen sich Gehör verschaffen, weil ich sehe das persönlich so, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das persönlich so zu sehen, sondern das hört man ja aus allen Ecken und Enden von Freunden, von Bekannten. Der Unmut wird auch lauter in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, Sie haben es vorhin eingangs angeführt, es gibt andere Krisenherde und deswegen fängt nämlich das Gras an zu wachsen über diese Situation, über die Corona-Pandemie. Aber das Gras ist irgendwann auch verbrannt und dann kommt möglicherweise das nächste Desaster an die Oberfläche. Und der Verdruss wächst. Der Verdruss wächst. Der Verdruss und der Vertrauensverlust in die Politik. Ja, und dann ist man bei dem Thema, was jetzt viel zu breit wäre, warum hat die AfD einen Zulauf? Und ich kann auch im Bekanntenkreis sagen, das ist die Triebfeder ist der Verdruss und nicht die Ziele der AfD. Protestwähler. Ja. Klares Protestwahlverhalten. Genau. Herr Antes, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, wie immer. Bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt mal. Danke sehr. Ihnen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie dieses Gespräch mit einem Like gutieren oder einem Kommentar, damit möglichst viele Menschen das sehen oder hören, würde ich mich freuen und bedanke mich bei Ihnen dafür und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bitte schön.